Es ist das Heimturnier in Leonberg und eines der ersten der Saison. Kein Wunder, dass da alle etwas nervös sind, bis auf Gladstone, das Pferd. Die Proben kurz vor der entscheidenden Kür laufen auf Hochtouren. Es ist immer eine gewisse Nervosität da vorm Start und ist ja auch gut so. Und man muss einfach nochmal alles ruhig im Kopf durchgehen und dann einfach, dass ein Team zu haben, ein Teamzusammenhalt da ist. Es waren ein paar Unsauberheiten in der letzten Stunde noch da, aber wie heißt es, wenn die Probe nicht gut ist, dann ist der Start gut, oder wie heißt der Spruch? Ja, also wir geben unser Bestes. Das sieht auch Longenführerin Sabrina Piercholik nicht anders. Aber worauf kommt es bei der Prüfung genau an? Zum einen wird natürlich geschaut, wie gut von der Technik her die Übungen gemacht werden. Also ob die Beine so gespannt sind, wie sie sein sollen, ob die Füße gestreckt sind, ob von den ganzen Übungen die Technikelemente alle richtig sind. Gerade so das Rhythmusgefühl und auch die Balance auf dem Pferd. Der Voltigierer soll halt nicht auf dem Pferd voltigieren, sondern mit dem Pferd. Und das ist oftmals das Schwierige an der ganzen Geschichte. Und dann wird's ernst. Das Glöckchen klingelt, die Prüfung startet. Vier Minuten dauert die Kür, so lange hat das Team Zeit, alle Aufgaben zu erledigen. Dann geht's zurück in die Stallgasse und die Konkurrenz zeigt, was sie kann. In diesem Jahr ist sie stark. Von den vier Mannschaften in der Klasse M sind zwei eine Kategorie besser. Die Leonberger schaffen es am Ende auf Platz 3. Wir sind erst im April. Unsere Saisonhöhepunkte kommen halt erst Ende Juni, Anfang Juli. Und da muss man einfach sagen, es ist noch ganz, ganz viel Zeit. Und da können die natürlich auch gerade in der Kür noch ganz, ganz viel Sicherheit in die Übungen bringen und werden das natürlich auch auf alle Fälle im Laufe der Saison nochmal verbessern. Für heute ist allerdings Feierabend. Und nicht nur Gladstone hat eine Belohnung redlich verdient.